Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freunde der Architektur. Schön, dass Sie alle da sind. Wir fangen an, jetzt gleich ins Bayerische hinaus, ins Freilichtmuseum Geländleiten von Florian Nagler, um das es heute geht. Florian, was sehen wir hier? Die Erkennst Autobahn Richtung Garmisch mit Blick auf die Berge. du? Genau, nämlich vom Starnberger See zum Kochelsee. Und die Jury sitzt in ihrem Bus und fährt gerade vom Hotel am Starnberger See rüber zum Kochelsee, um den Architekten im September morgens zu treffen, um dann in Geländleiten anzukommen an dieser schönen großen Scheune mit etwas bemerkenswertem Tor, was offensichtlich doch keine Scheune ist. Und früh morgens unten noch die ganzen Wolken über dem tiefer liegenden Kochelsee. Also man kann sagen, ist das hier ein typischer Nagler? Das kann schon sein. Ein großer ländlicher Bau, eine riesige Scheune, 70 Meter lang, und da drinnen befindet sich etwas. Das werden wir dann sehen. Wir waren sehr gespannt. Der Sinn und Zweck dieser Sache ist, da unten links ist das Eingangsgebäude und da ist das ganze Ding, nämlich das Freilichtmuseum mit all seinen, naja, ein Freilichtmuseum ist eine Art Bauernhausmuseum, wo man Dinge woanders abschraubt und hierhin transloziert. Und die kann man eben sehen und das ist das Eingangsgebäude, da wollen wir hin. Das hat eben Florian Nagler gebaut. Und wer sind wir? Das ist die Jury. Links der feste Mann ist der Chef der Jury, Stefan Schütz, Partner von GMP, ein Büroleiter Hamburg, zuständig auch für China als Chef unserer Jury, weil er ja ein Jahr vorher in Dresden mit dem Kulturpalast gewonnen hatte. Hinten ist Diane Savic, Organisatorin von Jung heute im Hintergrund und rechts Friederike Meyer von der Bauwelt. Und wir gehen ins Museum und sehen diese tolle Treppenanlage, an die wir uns sofort nach München in die Pinakothek Umbau versetzt fühlen und denken, eine Scheune mit baukulturellem Anspruch und Hintergrund und Hommage an berühmte Bauten. Weiteres Mitglied der Jury hier, Manfred Ortner von Ortner und Ortner. Unser ältester Teilnehmer und einer mit den spannendsten Geschichten von damals, kann man sich vorstellen, Haus Rucker und Co-Geschichten und ähnliches. Manfred Ortner sitzt inmitten der Gastronomie in Geländleiten. Ja, die Berge, der Herr mit den Bergen und gleich noch hier zu sehen. Die Umgebung ist also wunderbar. Wir haben es sehr genossen. Und für eine Jury außerhalb der Städte einmal zu sein, ist natürlich selten. Aber dann so zu sein, das war schon, wir waren eher traurig, dass wir nicht vielleicht noch etwa einen Tag waren dran hängen konnten. Anne Kästler hier aus Zürich, Duplex-Architekten. Und auf der Treppe noch einmal Jörg Förster rechts und Christina Gräbe aus dem DHM. Und schließlich die ganze Truppe mit Architekt Vierter von links zu sehen und die Museumsdirektorin, deren Namen Florian ich nicht weiß, steht da in der Frau Mitte. Kania Schütz. Ja, die hat uns geleitet und der bisher nicht im Bild war der sehr, sehr lange junge Herr in der Mitte rechts. Das ist Christoph Hesse aus dem ländlichen in Hessen, der und damit das jüngste Mitglied unserer Jury war. Wir haben also diesen Bau besucht und warum haben wir ihn ausgesucht, diesen Bau? Weil wir eben fanden, dass diese architektonische Herleitung einer großen Scheune im ländlichen Raum, die natürlich mit dem Thema zu tun hat, aber in dieser handwerklichen Perfektion und in diesen interessanten, innovativen Fügungen und Details, wie wir sie gleich hören werden. Das war etwas, was wir wirklich bemerkenswert fanden. Und wenn man die fünf Finalisten vergleicht, sieht man, dass der spätere Gewinner, die James Simon Galerie, mit diesem Gebäude
tatsächlich die Bauaufgabe gemein haben. Beide sind etwas, was einem Museum als Eintrittsgebäude, als Restaurantgebäude, als Infrastrukturgebäude dient. Dieses hat zum Beispiel eine eigene Brauerei, das hat Berlin nicht. Und sie sind natürlich einem anderen Budget entsprungen und einer anderen Idee. Sie sind nur typologisch sehr ähnlich. Und das fanden wir auch sehr kurios und sehr interessant und haben uns sehr gefreut, dorthin fahren zu dürfen. Und damit leite ich auch über an unseren Architekten Florian Nagler. Danke. Gut, ich übertrage jetzt den nächsten Bildschirm. So. Und werde mich während des Vortrags mit dem Bild ausklinken. Ja, vielen Dank. Ist jetzt schon die Bildschirmpräsentation sichtbar? Genau. Ja. Ja, wunderbar. Genau. Okay, dann gehe ich nochmal zurück. Ja, vielen Dank für die Einladung, kann man jetzt fast gar nicht mehr sagen, bei solchen Veranstaltungen. Auch für die Möglichkeit, dass ich heute unser Projekt Eingangsgebäude auf der Glentleiten hier vorstellen kann. Ich spreche normalerweise nicht so lang über ein Gebäude und deswegen habe ich mir erlaubt, auch an meinen Vortrag hier noch ein bisschen ein anderes Thema, das uns gerade sehr beschäftigt, mit dran zu hängen. Es ist also ein zweiteiliger Vortrag, einmal über dieses Eingangsgebäude des Freilichtmuseums und dann möchte ich noch gern über einfach bauen sprechen, ein Thema, das mich gerade sehr beschäftigt und das auch schon ein bisschen was zu tun hat mit diesem Eingangsgebäude Glentleiten, weil es an vielen Stellen zwar wahnsinnig einfach aussieht, aber gar nicht so einfach gemacht ist. Dieser kleine Wiesenbläuling, der da als erstes Bild zu sehen ist jetzt, ist deswegen zu sehen, weil das Areal seine Heimat ist, auf dem wir dieses Haus gebaut haben. Aber auch nicht wirklich, sondern dort, wo wir gebaut haben, ist ein Parkplatz. Aber das Gebiet wurde ganz eng abgesteckt und deswegen und direkt neben unserem Gebäude beginnt FFH-Gebiet und das war in der Phase des Bauens gar nicht, des Plans gar nicht so einfach, uns da abzugrenzen. Also es sieht zwar wahnsinnig großzügig aus und wir haben eine riesen Wiese vom Haus, aber wir hatten total beengte Verhältnisse fürs Bauen wegen diesem Wiesenbläuling. Hier sieht man nochmal im Schwarzplan das Areal Freilichtmuseum, Peter hat es gerade schon angedeutet, ist schon eine sehr spezielle Siedlung, sieht aus wie gewachsen, ist natürlich nicht gewachsen, sondern oder auch gewachsen, stimmt schon. Seit den 70er Jahren wurden dort Bauernhäuser aus dem ganzen bayerischen Oberland, die denkmalgeschützt sind, die sonst verloren gegangen werden, abgetragen und dort in der Glentleiten, in diesem Freilichtmuseum, wieder aufgebaut. Und dieser Prozess findet nach wie vor statt. Das ist also nach wie vor ein wachsendes Museum. Und der Bereich, ich glaube, meine Maus sieht man, hier südlich oder südöstlich von unserem Haus, wird in Zukunft vielleicht auch noch das nördliche Oberbayern beheimaten. Das ist also ein Dorf, ein künstliches Dorf, das weiter wächst. Und das war natürlich auch die interessante Fragestellung, wie man sich in so einem Kontext bewegt. Einerseits sieht es alles sehr ländlich aus und es sind wunderschöne baukulturelle Beispiele, auch sehr schöne Häuser mit tollen Konstruktionen, mit schönen Materialien gebaut. Und auf der anderen Seite sollten wir ein Haus bauen mit einem sehr großen Raumprogramm, das viel größer ist als alle Gebäude, die vor Ort bisher vorhanden waren. Und da war die Frage, wie macht man das? Und die Scheune war vielleicht gar nicht die erste Idee, sondern die erste Idee war zu überlegen, wie man geschickt in dieser auch topografisch ziemlich anspruchsvollen Situation, das ist nämlich ein ziemlich steiler Hang, werden wir auch gleich noch sehen, dort ein Haus unterbringt und vielleicht so viel wie möglich von den Funktionen auch in die Topografie einbindet, unter der Erde anordnet, damit das Volumen, das am Schluss in Erscheinung tritt, so klein wie möglich bleibt und damit wir am Ort verträglich sind. Und unser Vorschlag war dann eben so ein langes Haus zu setzen, das auch diesem langen, schmalen Grundstück, das zur Verfügung stand, entspricht. Und ein Teil, das sieht man jetzt auf dem Schwarzplan noch nicht, der Nutzung ist dann wirklich auch unter der Erde. Und das Untergeschoss ist relativ raumgreifend, sage ich jetzt mal. Und nur die Funktionen, die auch einen Ausblick ins Freie brauchen, treten dann oberirdisch in Erscheinung. Und was wir an diesen alten Bauernhäusern, also jenseits des Konstruktiven, was mich anspricht als gelernter Zimmerer, aber auch die Materialität, was mich trotzdem
an diesem Typus extrem interessiert, ist eigentlich, dass die Häuser so ganz ruhig unter einem Dach unterschiedlichste Funktionen vereinen. Und das tun sie fast alle. Also ganz selten ist hier ein Haus monofunktional, sondern es ist ein Kramerladen mit einer Landwirtschaft mit dabei. Und Landwirtschaft ist immer auch Wohnen und Arbeiten unter einem Dach. Und dass die Häuser das können sozusagen, dass sie trotzdem differenziert gestaltet sind und das unter so einem bergenden Dach diese verschiedenen Funktionen unterbringen, das finde ich eigentlich, das ist eigentlich das, was beispielgebend für unseren Entwurf dann war. Also ein Blick hatten wir vorhin schon über die Gländleiten, da sieht man jetzt ein paar so Bauernhäuser mit Legschindeldächern, mit Holzschalungen, die Erdgeschosse gemauert, also ganz klassisch, wie die im Oberland so aussehen. Sie sind auch vom Museum her eigentlich so situiert, wie sie ursprünglich situiert waren. Also in den meisten Bereichen hat es sehr gut funktioniert, dass man sie wieder so einbaut, wie sie ursprünglich platziert waren. Und dadurch entsteht eigentlich auch diese mehr oder weniger gewachsene Struktur. Es gibt ganz tolle Beispiele. Das ist das Gebäude, das direkt neben unserem Eingangsgebäude steht, der Starkerer Stadel, ein Buntwerkstadel mit einer ganz tollen, aufwendigen Zimmermannskonstruktion, die auch durchaus den Stolz der Bauherren, der reichen Bauern, die diesen Stadel gebaut haben, zeigt. Und das ist jetzt unser Haus. Und da sieht man jetzt nochmal die Topografie. Einen Moment, Florian. Ja. Ich höre einen Übersetzer. Hörst du den auch? Nein, ich höre gar nichts. Dann ist es vielleicht bei mir aus Versehen gelandet. Gut. Bitte, Nicole, was ist da los? Wieso ist dein Übersetzer zu hören? Also ich höre keinen Übersetzer, bei mir ist alles... Okay, dann ist gut, dann ist es nur ein Fehler bei mir. Entschuldigung, mach weiter, Florian. Ja. Alles gut. Okay, also da sieht man, wie steil eigentlich das Gelände ist. Unser Haus ist 70 Meter lang und das Gelände fällt über 5 Meter von Osten nach Westen. Und das Haus sollte natürlich auch, es ist ein öffentliches Gebäude, barrierefrei gestaltet werden. Das ist gar nicht so einfach in dieser anspruchsvollen Topografie. Der Bauherr ist der Bezirk Oberbayern, der da besonderes Augenmerk drauf legt, weil die auch für Krankenhäuser und so weiter zuständig sind. Also Barrierefreiheit ist für die ein ganz großes Thema. Und da haben wir von Anfang an versucht, sozusagen geschickt auch mit dieser Topografie umzugehen und haben dann gesagt, es gibt zwei große hauptsächliche Nutzungen in diesem Haus. Das ist eine ist der Eingang fürs Museum, dann gibt es aber auch noch eine Gastronomie, Gasthaus. Und wir versuchen das so geschickt anzuordnen, dass man barrierefrei von außen sowohl in das Gasthaus gehen kann, das ist diese Öffnung auf der einen Seite, auf der rechten Seite, der etwas kleinere Eingang und der große Eingang ist dann der Eingang fürs Museum mit einer ganz einfachen Gestaltung der Fassade, das sind Holzstäbe, die aneinandergereiht sind, auf Lücke gesetzt, sodass da Licht durchkommt und man auch so ein bisschen einen Einblick hat. Aber eigentlich ist die Fassade geprägt mehr oder weniger von einer geschlossenen Holzschalung und zwei großen Toren, die darauf hinweisen, dass entweder das Museum oder die Gastwirtschaft geöffnet sind oder eben geschlossen, weil das Museum auch über den Winter geschlossen ist und erst im Frühjahr wieder aufmacht und in dem Jahr leider noch gar nicht aufgemacht hat. Das ganz Besondere an der Fassade für uns als Büro ist, dass das die einzige Fassade ist, die wir genauso gebaut haben, wie wir sie im Wettbewerb gezeichnet haben. So ist nämlich die Zeichnung, das ist die Wettbewerbsfassade gewesen. Und so haben wir sie dann wirklich auch eins zu eins gebaut, weil dieses Thema so griffig war, an dem musste man jetzt wirklich nichts mehr ändern. Das konnten wir so beibehalten. Da sieht man auch ganz schön wieder Einbindung in die Topografie, aber auch die benachbarten Gebäude, die natürlich mit ähnlichen Materialien gebaut sind. Und da fügen wir uns eigentlich mit unserem weitgehenden Holzbau recht gut ein. Auf dem Dach, das kann man, wenn man aus der Perspektive noch ganz schwer erkennen, auf der Ansicht zuvor, war es im Wettbewerb noch ein Gründach. Gibt es also doch eine Änderung. Das wurde dann im Laufe der Zeit zu einem Photovoltaikdach, das also vollflächig auf dem langen Riegel drauf liegt, womit wir sehr viel unseres Energiebedarfs selber abdecken können. So, hier haben wir den Grundriss des Untergeschosses. Da sieht man, dass dieser klare, lange Riegel, den man im Schwarzplan gesehen hat, dann im Untergeschoss nicht so klar ist. Da haben wir dann schon versucht, noch so viel wie möglich da unten reinzustecken. Zum Beispiel gibt es hier angelagert
an den Riegel den Bereich der Sonderausstellung. Das ist also auch ein kleiner musealer Anteil. Dort finden im halbjährlichen Wechsel Sonderausstellungen statt. Hier ist der Eingang zum Museum. Dann gibt es eine große Halle. Das haben wir ziemlich stark überarbeitet. Das war im Wettbewerb noch ganz anders. Das haben wir immer großzügiger, geräumiger und flexibler auch gemacht, sodass man auch in Zukunft, wenn sich vielleicht Museumskonzepte ändern, da auch ganz einfach darauf reagieren kann. Man kommt also in die große dreischiffige Halle, wenn man so möchte, hat hier die Kasse, kann aber auch gleich durchgehen in den Museumsbereich. Es gibt hier einen Shop und von der Stelle sieht man auch diese kleine Brauerei, von der Peter schon gesprochen hat, die nicht nur die Gastronomie drüber versorgt, sondern man kann hier auch was einkaufen und an Getränken mitnehmen. Und dahinter gibt es noch die Toiletten, die natürlich für die Besucher, die von weit und fern gekommen sind, auch immer ein erster Anlaufpunkt sind. Kleine Einheiten wie Büros zur Versorgung hier hinter der Kasse. Und dann ist hier noch ein Technikbereich mit Lüftungsanlage für diesen Bereich der Sonderausstellung und für die Gastronomie oben drüber. Den Eingangsbereich hier konnten wir mit natürlich belüften. Und dann ist hier ein kleines Lager zur Sonderausstellung. Ja, und das ist alles sozusagen relativ raumgreifend gewesen. Und das haben wir dann neben das Haus unter die Erde geschoben. Und das ist eigentlich der eigentliche Baukörper, der sich dann oben abzeichnet. Sieht man hier. Da läuft er dann ganz ruhig durch. Und natürlich tritt das, was unter der Erde ist, auch ein bisschen in Erscheinung. Es gibt hier diese Wand, das ist dann auch aus Stahlbeton gemacht. Und das hat sich dann angeboten, dass man da oben drauf dann einen Biergarten macht. Und da sitzt man mit einem tollen Blick auf den See und auf die Berge. Und diese Schicht, die wir von außen schon gesehen haben, mit diesen schmalen, hohen Holzstäben, diese Holzstäbe, die grenzen nochmal eine Schicht ab, die eine Erschließungsebene ist. Da sind ein paar Treppen dahinter versteckt. Einmal eine offene Treppe, die ist gleichzeitig Rettungsweg aus diesem Seminarraum im Obergeschoss, der aber auch zur Gastronomie dazugehört. Gleichzeitig ist es auch ein separater Zugang für diesen Seminarraum, sodass man auch von außen ran kann. Und diese Treppe, die steckt schon hinter der Fassade, die geht nämlich hier, der thermische Raumabschluss, ist eine interne Verbindung, wenn wir nochmal zurückgehen, aus dem Eingangsbereich des Museums, geht man über diese Treppe nach oben und landet dann dort oben im Bereich der Gastronomie. Da ist die Schenke. Und wenn man den Eingang für die Gastronomie wählt, so aus der Topografie raus, dann kommt man über eine kleine Rampe nach oben und trifft sich da sozusagen an demselben Punkt. Und dann ist hier auch noch ein Aufzug, um das Ganze barrierefrei zu erschließen. Das ist der Gastbereich der Gastronomie und das sind alles die Versorgungsräume, Küche, Lager, Büro, Umkleiden für Mitarbeiter, Anlieferung und so weiter, was man alles so braucht. Und die Gastronomie selber ist nochmal gegliedert in drei Räume. Das eine ist so große Schwemme und dann gibt es ein kleines Nebenzimmer, ist auch von der Raumwirkung her ein bisschen anders. Und dann gibt es nochmal diesen Seminarraum, der dann auch vom Museum mitgenutzt wird. So, und jetzt gehen wir noch ein bisschen ums Haus rum, ein bisschen näher ran, sehen also diese Stäbe, ist alles aus Lärche, sägerau, unbehandelt, sind ein paar so dünne Holzstäbchen durchgefädelt, um diese Stäbe gegeneinander zu stabilisieren, dass sie sich nicht zu stark verdrehen und dieser Querschnitt dieser Stäbe wandert dann hier auch als Fassade um das Haus rum und geht dann auf der Südseite wieder weiter, das sehen wir aber dann gleich. Das ist dieser Zwischenbereich. Wir schauen also von dieser zusätzlichen Erschließungstreppe für den Seminarraum runter zum Eingang und über den Eingang, über die Fassade zur internen Erschließungstreppe. Und diese Stäbe da, die tragen dann auch einen Teil des Daches an der Stelle. Der eigentliche thermische Raumabschluss befindet sich dann aber hier. Das ist zunächst mal sehr einfach und direkt gemacht. Es gibt so Punkte, die im Laufe der Planung unterschiedlich quälen. Zum Beispiel hatten wir aus Brandschutzgründen, musste der Abstand zwischen den Stäben mehr als 15 cm betragen. Und das ist natürlich nach bayerischer Bauordnung und nach den anderen Länderbauordnungen genauso nicht erlaubt, dass man so große Öffnungen hat. Da wird man die Kinder durchfallen. Also 12 cm sind das Maximum. Und da haben wir
X-Varianten gezeichnet, wie wir diese Absturzsicherung machen können, von Verglasungen, die wir davor gemacht haben, Stabgeländer in Kombination mit dem Holz und so weiter. Und irgendwann sind wir auf die Baustelle gekommen und da war so ein Stäbchen da sozusagen an dem Holz dran gelehnt und dann ja, haben wir die Erkenntnis bekommen, dass es vielleicht auch ganz einfach geht, indem man da einfach ein kleines Brettchen dran nagelt und wenn man es dann weiß, wie es geht, ist es immer ganz einfach. Aber wir haben ziemlich lang gebraucht, ich würde sagen fast ein Jahr, bis wir auf die Idee gekommen sind. Aber eigentlich ist es jetzt zum Schluss auch noch ganz schön, was das für einen Schatten wirft und wie das diese Fassade nochmal gliedert und eigentlich auch die Treppe begleitet. Da gehen wir weiter. Rechts sieht man unseren Nachbarn, den Starkerer Stadel, der auch, wo dann auch stark mit Farbe operiert wurde, was wir nicht gemacht haben. Wir haben es ganz beim unbehandelten Holz belassen. Im Hintergrund sieht man diese Terrasse, die da vorgelagert ist, unten drunter mit der Sonderausstellung, das Ganze dann aus einem Stahlbeton mit einer sägerauen Strahlung. So, und da kommt die Fassade ums Eck sozusagen und zum See hin, zum Tal hin und zu den Bergen öffnet sie sich dann, sind die Stäbe nicht mehr so rigide geschlossen, sondern da geht es im Rhythmus der Konstruktion des Hauses eigentlich weiter. Und da sind ein paar so Stäbe, die teilweise randgerüst sind, da kann im Laufe der Zeit was hochwachsen, die aber auch einfach nur gliedern und oben die Fassade auch zusammenziehen, was innenräumlich gar nicht so unwichtig ist, wie wir gelernt haben. Und hier sieht man mal ein Detail des Aufbaus der Fassade und da sieht man, dass das schon ziemlich komplex ist, das Ganze. Also da unten ist der Stahlbetonkonstruktion des Erdgeschosses. Weil es da sowieso so viele erdberührte Bauteile und Bereiche gab, haben wir das aus Stahlbeton gemacht und obendrauf die Holzkonstruktion gesetzt. Das ist die eigentliche tragende Stütze und dann gibt es hier ein Dämmpaket, die vorgehängte, hinterlüftete Fassade, dann nochmal diese vorgesetzte vertikale Stütze mit diesen Rundstäben drin. Also da entsteht schon ein recht dickes, kräftiges Paket für die Fassade mit vielen komplizierten Anschlüssen. Natürlich ist ein Sonnenschutz da drin versteckt und so weiter, dass man den aus dem ersten Blick nicht sieht. Und da komme ich dann später im zweiten Teil des Vortrags nochmal drauf zurück, wenn es um das Einfachbauen geht, weil das hier aus meiner Sicht nicht wirklich einfach ist, obwohl es nach außen hin so einfach daherkommt. Ja, schön ist es. Trotzdem, da sieht man es einmal durch die Flucht dieser Räume durch aus dem Veranstaltungsraum, aus dem Seminarraum bis hinter zur Schenke durch. Im Inneren haben wir Hölzer verwendet, je nach dem, wofür sie gebraucht wurden. Der Boden ist aus Esche, aus einem Hartholz, die Wandverkleidungen sind aus Fichte, die Konstruktion oben ist auch aus Fichte, die Deckenverkleidungen hier, die gleichzeitig akustische Anforderungen haben, sind aus Weißtanne und so weiter. Und so geht es eigentlich durch das ganze Haus durch, so ein Wechsel von unterschiedlichen Hölzern. Und auch da ganz eigentlich dann ganz schöne handwerkliche Details, wie so eine Bank gemacht ist und wie die ausgerundet ist, dass man gut sitzen kann und so weiter. Auch die Möbel haben wir bis zu den Tischen, die Stühle nicht, aber die Tische und die Bänke haben wir dann selber entworfen und entwickelt. Und das ist ein Blick in den Eingangsbereich. Stahlbetonkonstruktion im Erdgeschoss. Oben drüber gibt es eine sehr einfache abgehängte Decke, die besteht aus Fichten, Kanthölzern, über die Filzbahnen gehängt sind. Und oben drüber, jetzt im Dunkeln, gar nicht einsichtig, ist dann ein bisschen Leitungsführung und so weiter versteckt. Aber es sind auch Materialien, die ganz gut zur Glendleiten passen, der Filz und das Holz. Und hier noch ein Blick auf die Brauerei, den Glendleitner. Und das ist ganz schön, also kann man als Besucher hat man immer einen direkten Einblick und da passiert auch was, also da wird jede Woche so ein Sud gebraut und das kriegt man da ganz gut mit. So, und jetzt mache ich ein bisschen einen harten Cut und nehme Sie kurz mit auf eine kleine Reise nach Patagonien. Ein Freund von mir ist Künstler, Peter Lang heißt er, der macht solche Bilder, das ist ein sehr großformatiges Bild, so 2x3 Meter eigentlich, eine Landschaft, sehen Sie vielleicht. Und der hat mich gebeten, dass wir für ihn ein Reiseatelier entwerfen, mit dem er für ein halbes Jahr ins Outback fahren kann, dort malen kann. Das Atelier sollte so sein, dass man 300 Quadratmeter weiße Leinwand mitnehmen kann, dass er ein 60 Quadratmeter großes Atelier hat. Das sollte alles in einen Standardcontainer passen.
Das haben wir auch gemacht, das haben wir für ihn entworfen, das haben wir für ihn gebaut und die erste Reise hat ihn 6 Monate nach Patagonien geführt. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir, wenn wir dieses Ding bauen, eigentlich nur das, was er als absolutes Existenzminimum braucht, abdecken. Und da gibt es dann so einen kleinen Ofen drin, mit dem er diesen Pavillon beheizen kann. Wir sammeln da mit dem Dach, da ist eigentlich eine Zeltbahn drüber gespannt, Wasser ein. Das geht in eine Zisterne. Mit der Zisterne betreibt er eine Campingdusche. Dann hat er noch die Komposttoilette dabei. Hier gibt es eine kleine Küche. Dann hat er einen Alkoven, in dem er schlafen kann. Und dann gibt es noch so einen kleinen Lagerraum und das große Atelier. Und er kam dann zurück nach 6 Monaten und wir haben uns unterhalten, wie das Ganze funktioniert hat. Und dann hat er gesagt, eigentlich hat alles super funktioniert, nur in einem haben wir uns extrem getäuscht. Was wir meinen, was das absolute Existenzminimum ist, unterscheidet sich doch deutlich von dem, womit andere Menschen auf dieser Welt zurechtkommen müssen. Ich hatte im Umkreis von Quadratkilometern die luxuriöseste Herberge. Und es hat mich so ein bisschen im Innersten getroffen, dieser Satz, und für meine weitere Arbeit eigentlich auch richtig geprägt, weil er mir an einem eigenen Projekt, noch dazu an einem, wo wir dachten, wir machen jetzt wirklich nur das absolute Minimum, vor Augen geführt hat, dass wir mit unserer mitteleuropäisch nordamerikanischen Lebensweise einfach die Ressourcen dieser Welt verschleudern und dass wir da einfach dran arbeiten müssen und da zu einfacheren Lösungen kommen müssen und dass wir auch darüber nachdenken müssen, ob wir nicht auch ein bisschen bescheidener sein können. Vielleicht hilft uns ja die Corona-Krise auch dabei, wenn wir über diese Dinge nachdenken. Und wir haben dann mit ihm gemeinsam nochmal ein Projekt gemacht, und zwar der wohnt in Gleißenberg, das ist kurz vor der tschechischen Grenze in der Oberpfalz, und haben für ihn ein Atelier und Werkstatt und Lagergebäude gebaut. Das ist das hier. Und da haben wir versucht, schon so ein bisschen auf unsere Ansprüche, beziehungsweise seine Ansprüche, die des Bauherrn zurückzuschrauben und es auch möglichst einfach zu bauen. Und zwar ist das ein Mauerwerksbau, einschaliges, hochdämmendes Mauerwerk, obendrauf eine Holzkonstruktion. Es gibt eigentlich nur eine massive Bodenplatte mit einer Bauteilaktivierung. Man kann gerade mal bis 16 Grad das erwärmen und wenn es im Winter kälter wird, dann zieht er einen zweiten Pullover an und im Sommer werden die großen Türen aufgeschoben und dann wird gelüftet und gekühlt. Also eigentlich recht einfach gemacht, trotzdem sind da auch ganz schöne Räume dabei entstanden. Und also er hat jetzt da zwei Hallen. Das eine ist eine Mahlhalle, das andere ist eine Werkstatt, wo dann auch Maschinen drin stehen. Und es gibt noch einen Lagerbereich dazu, der dann ganz rudimentär nur ausgebaut ist. Und da sind wir eigentlich auf dem Weg, wie es einfacher gehen kann, schon relativ weit gekommen. Und zeitgleich habe ich gemeinsam mit Hermann Kaufmann das Gymnasium in Diedorf gebaut. Und da waren die Ansprüche überhaupt nicht zurückhaltend, sondern der Bauherr wollte eine Plus-Energieschule. Es musste auf jeden Fall ein Holzbau sein, bei der Größe auch. Und es sollte das Konzept, ein neues pädagogisches Konzept umgesetzt werden, offene Lernlandschaften. Das haben wir auch gemacht und haben auch eine Plus-Energieschule gebaut. Das war auch erfolgreich, haben wir gemeinsam mit der DWU auch ein Forschungsprojekt gemacht. Sieht auch noch relativ einfach aus. Aber diese Plus-Energie, dieser Standard und auch diese Einfachheit ist erkauft mit einem gigantischen Einsatz von Technik. Was man hier sieht, ist die Technik, die Lüftungszentrale unserer Schule. Man kann eigentlich an der Lüftungszentrale die 4 Baukörper, aus denen die Schule besteht, ablesen, also vollgepackt mit Lüftung entsprechend. Gigantisch ist die Lüftungszentrale, das ist nur ein kleiner Einblick, das geht rechts noch dreimal so groß weiter. Und an dem Punkt, also nachdem wir das gemacht haben, war ich so weit, dass ich gesagt habe, also das geht eigentlich nicht. Also wir haben dann auch ein Monitoring gemacht, 3 Jahre nach der Fertigstellung haben wir dann auch ein Symposium gemacht und auf dem Symposium hat uns die ZAE, die diese Haustechnik betreut hat, auch mal erläutert sozusagen, wie lange es gedauert hat, um dieses Haus richtig zum Laufen zu bringen und was am Anfang funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Und das war auch schön, dass es nach 3 Jahren alles funktioniert hat und die energetischen Verbräuche sind total niedrig. Aber wenn ich mir vorstelle, dass wir in der gleichen Zeit auch noch 3 andere Häuser gebaut haben, ohne Forschungsprojekt und ohne Monitoring und dass da vielleicht ein Viertel der Haustechnik am Anfang nicht funktioniert und dass sie vielleicht auch nie funktioniert,
dann macht mich das doch ein bisschen nachdenklich. Und deswegen denke ich, wir müssen eigentlich Häuser bauen, die nicht so hoch technisiert sind, sondern die mehr auf die Kraft setzen, was die Architektur selber kann. Und das gilt aber nicht nur für die Technik, sondern auch für den Hochbau. Das ist eine Trennwand zwischen zwei Klassenzimmern bei dem Projekt. Und damit da alles, am Schluss alle Anforderungen an Schallschutz, Raumakustik, Tragwerk, Brandschutz erfüllt sind, sind das 11 Schichten hintereinander. Und das ist einfach auch viel zu fehleranfällig auf der Baustelle, in der Planung und so weiter. Auch das müsste eigentlich einfacher gehen. Und da gibt es ja auch in den letzten Jahren einige Projekte, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, zum Beispiel von Bamschlager Eberle, dieses Bürogebäude in Lustenau, Dietmar Eberle hier, der gerade durch den Rohbau geht, ein Haus mit 72 cm dicken Mauern, wo sogar auf Heizung verzichtet wurde, das nur über innere Lasten funktioniert und eigentlich nur eine kontrollierte Lüftung hat. Oder diese Studie der GEBOFAG, Münchner Wohnungsbaugesellschaft, die in München in Riem mal 6 baugleiche Häuser gebaut haben, also das sind die 6 Stück hier, und die haben sie unterschiedlich ausgestattet. Ein Referenzgebäude, ist, ich glaube, es war 2006 oder 2007, hat damals die NF erfüllt, und dann haben sie eins mit einer verbesserten Wärmedämmung gemacht, dickeres Wärmepaket drauf, Dämmpaket drauf. Dann haben sie bei einem Haus Fensterkontakte eingebaut, das heißt, wenn das Fenster auf war, ist die Heizung ausgegangen, als didaktisches Element. Dann gab es noch richtige Lüftung mit Wärmerückgewinnung und allem Pipapo sozusagen. Dann hat man Wandheizung ausprobiert und noch eine elektronische Einzelraumregelung. Und dann hat man geschaut, okay, was hat das Standardhaus, hat uns den Betrag X gekostet hier pro Quadratmeter Wohnfläche, was haben uns die anderen mehr gekostet und was war am Schluss der Benefit, was den Energieverbrauch anbelangt. Und da sieht man, dass das da oben eigentlich relativ gleich ist für 5 dieser Varianten. Das Einzige, wo es wirklich eine nennenswerte Einsparung gab gegenüber dem Referenzprojekt, ist das mit den Fensterkontakten, weil da einfach nicht geheizt wird, wenn das Fenster auf ist. Und das ist dann schon effektiv. Man hat auch im Rahmen von dem Projekt eine Umfrage bei den Bewohnern gemacht, und das war allerdings auch das unbeliebteste Haus bei dieser Umfrage. Aber was lernen wir daraus? Wir müssen bei unseren Häusern einfach auch dran denken, dass sie von Menschen bewohnt werden und dass da Nutzer drin sind und dass die nicht immer perfekt mit diesen Häusern umgehen. Wir müssen also auch robustere Häuser bauen, die einfach auch einen Fehler erlauben. Und ich glaube, wenn ich so ein Haus mit einer Wärmerückgewinnung, wenn ich das nicht perfekt nutze, dann erzielt es einfach auch nicht die Ergebnisse, die man in der Planung vorsieht und die man sich davon verspricht. So, und jetzt haben wir hier nochmal Wandaufbau, der von der Glentleiten war ähnlich dick, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht ganz so komplex, aber das ist der Wandaufbau des Gymnasiums in Diedorf. Ein riesen Dämmpaket, vorgehängte Fassade, innen die Lüftungsanlage so eingebaut, dass sie im Raum nicht so furchtbar in Erscheinung tritt sozusagen, und das ist aber auch das ein wahnsinnig komplizierter Aufbau, und wir würden gern eigentlich in Zukunft so bauen, eine massive Holzwand, also wenn wir jetzt vom Holzbau sprechen, eine dicke Wand, einschalig, vielleicht draußen noch ein Witterungsschutz und ein einfaches Fenster eingebaut und auf diesen ganzen Kladderadatsch wie außenliegender Sonnenschutz, der dann, wo die Steuerung nicht funktioniert oder bei Wind geht, fährt er nach oben oder die Lehrerfahne nach oben, weil sie gern rausschauen wollen und so weiter, wo man auf das alles verzichten kann und das Ganze viel einfacher angeht. Und auf der Grundlage haben wir an der TU München ein Forschungsprojekt initiiert und angefangen und haben 3 Bauweisen miteinander verglichen. Einmal massiver Holzbau, einmal Bauen mit Dämmbeton und einmal mit massivem Ziegelmauerwerk, und dabei auch schon ein Augenmerk gelegt, dass das auch ökologisch sinnvolle Materialien sind, also ein Brettsperrholz am Schluss gewählt, das einen sehr geringen Leimanteil hat. Beim Ziegel sind es ungefüllte Ziegel, das ist also nur Ziegel und Luft, die da verwendet werden. Und beim Dämmbeton sind wir dann so weit gekommen, dass wir gesagt haben, wir verzichten eigentlich auf die Bewehrung im Dämmbeton, weil die einfach die graue Energiebilanz extrem schlecht macht, der Bewehrungsanteil. Und es geht vielleicht auch ohne Bewehrung. Es geht, hat allerdings dann ein paar konstruktive Konsequenzen, werden wir gleich noch sehen. Und dann haben wir simuliert erstmal auf der Ebene von Einzelräumen 2706 verschiedene Räume durchgerechnet, gemeinsam mit dem Lehrstuhl von Thomas Auer
von Transula, der Kollege ist an der TU, haben wir 18 Quadratmeter große Räume durchsimuliert, mal 3 Meter breit, 6 Meter lang, unterschiedlich hoch, von 2,40 Meter bis 3,30 Meter hoch. Und oh Wunder, am Schluss ist rausgekommen, am besten, also im Hinblick auf den Energieverbrauch im Winter und sommerliche Überhitzung oder Überhitzungsstunden im Sommer, funktioniert eigentlich der gute alte Altbau-Wohnungsraum, einer, der 3 Meter breit, 6 Meter tief ist und eine große Höhe hat und ein angemessen großes bzw. kleines Fenster, das schmal ist und hoch ist. Da ist die Raumhöhe auch wichtig für die Belichtung. Man hat eine gute Belichtung in den Räumen und gleichzeitig nicht zu viele massive solare Einträge. So, das war das Ergebnis dieser Studie. Und dann haben wir mit auf Basis von diesen Einzelräumen dann auch versucht, Standard-Wohnungsgebäude zu entwickeln und haben die bilanziert über einen Zeitraum von 100 Jahren und haben diese drei Bauweisen verglichen mit dem Niedrigenergiegebäude und auch dem Standard-Energiegebäude und haben einfach mal geschaut, wie viel Energie geht da rein, wie viel graue Energie geht rein über die Dauer von 100 Jahren. Und wie schneiden wir mit so einem Haus ab? Unsere Häuser, die wir da entwickelt haben, die sind auch nicht irgendwie Passivhausstandard oder Niedrigenergiestandard, sondern die erfüllen gerade mal die NF. Und trotzdem ist es am Schluss so, dass wir über 100 Jahre gerechnet mit so einem robusten Haus und mit einem einfach gebauten Haus weniger Energie verbrauchen als ein Niedrigenergiegebäude. Und sogar wenn unser Haus total falsch genutzt wird und das ganze Jahr über das Fenster auf ist und im Vergleich zum niedrigen Energiehaus, das falsch genutzt wird, schneiden wir energetisch auch nicht schlechter ab, beim Holzbau sogar besser. So, und dann, weil Forschen schön ist, Bauen aber mindestens genauso schön, haben wir dann versucht, jemanden zu finden, der mit uns solche Häuser mal baut und ausprobiert und haben dann erst im Forschungsprojekt noch solche Mockups gebaut, also hier für die Holzwand. Das ist das Material, das wir dann verwenden. Eine Starkholzwand besteht aus 3 Lagen, zwei äußeren 4,5 cm starken Lagen und dann Kanthölzern. Und das sind nur an der Stelle hier verleimt miteinander. Hier gibt es keine Leimschicht. Und die Hölzer sind noch geschlitzt, damit da stehende Luftschichten entstehen, die das bewerkstelligen, dass die Wand einfach noch besser dämmt. Und die Wand könnte mit einer Wandstärke von 24 cm die Anforderungen der aktuellen NF einhalten. Wir bauen sie im Forschungsprojekt mit 30 cm ein, weil Holz auch Speichermasse hat und weil Speichermasse da auch nicht ganz unrelevant ist. Beim Dämmbeton brauchen wir ein bisschen mehr Wandstärke. Da haben wir 50 cm, schaffen damit aber die NF noch nicht ganz. Das müssen wir kompensieren über Dämmung am Boden und oben auf dem Dach. Und was wir auch nicht schaffen, ist ein horizontaler Sturz, wenn wir keinen Stahl einbauen wollen. Aber wie die alten Römer das schon gemacht haben, mit einem Bogen, der nur auf Druck belastet ist, geht das natürlich schon. Und das heißt also, hier gibt es kein einziges Einbauteil, kein Stahl, gar nichts. Das ist eigentlich alles derselbe gleiche monolithische Dämmbeton. Und der Sturz hat denselben U-Wert wie die Wand auch. Und was mir noch ein Anliegen ist, dass ich das echt unangenehm finde, dass wir unsere Häuser auf Schaumstoff stellen oder auf Polystyrol stellen und ich würde gerne unsere Häuser auf dem Boden gründen und deswegen machen wir das bei den Forschungshäusern so, dass wir unten eine Stahlbeton-Bodenplatte haben, auf der Bodenplatte abdichten und dann auf der Abdichtung drüber dämmen, sozusagen oberhalb der Bodenplatte. So, Fenster kann auch mit so einem Rundbogen ein ganz schickes Fenster sein. Und beim Mauerwerk stellt sich natürlich ein ähnliches Problem. Wenn man da nicht auf die Standardprodukte der Mauerwerksindustrie zurückgreifen möchte, gibt es natürlich Stürze aller Art, dann muss man sich was anderes einfallen lassen. Rundbogen ist mit den großen dämmenden Mauerwerksteinen gar nicht so einfach herzustellen. Was aber geht, ist so ein Segmentbogen. Und es sieht dann gemauert so aus. Das ist eigentlich der gleiche Stein, der in der Wand verwendet wurde, geviertelt und aus dem geviertelten Stein einen Bogen gemauert. Und dann hat man auch hier eine Wandkonstruktion, wo der Sturz den gleichen U-Wert hat, also mehr oder weniger wärmebrückenfrei wie die Wand auch. Und dann haben wir da 3 so Mockups gebaut und beim Dämmbeton, da haben wir noch am wenigsten Ahnung davon bisher. Und da ist es noch am experimentellsten, deswegen haben wir da mal ein größeres Stück Wand betoniert, um zu sehen, wie das mit der Rissbildung funktioniert. Und wir haben ein sehr
forschen und aufgeschlossenen Bauherrn. Und der hat gesagt, ja, kann schon reißen. Und dann hat er dann gefragt, ja, was ist, wenn es reißt, stürzt es ein? Nein, einstürzen tut es nicht. Ja, dann probieren wir es einfach aus. So. Und so haben wir das jetzt auch gemacht. Wir haben in Bad Aibling auf dem Gelände von B&U hier ein Grundstück bekommen. Und da bauen wir jetzt mit diesen drei Bauweisen drei Häuser. Die sehen dann nebeneinander so aus, sind dreigeschossige Gebäude, sind Wohngebäude und mit den drei unterschiedlichen Materialien und den unterschiedlichen Öffnungen dann auch, die aus der Konstruktion abgeleitet sind. Sehr einfach strukturierte Häuser mit einem innenliegenden Treppenhaus, mit einer zweiläufigen Treppe, eingesetzte Bäder, die vorkonfektioniert wurden, als Raumzellen vorgefertigt und dann mehr oder weniger in einen kräftigen Rohbau eingesetzt. Das ist jetzt die Holzkonstruktion, sieht für das Mauerwerk und das Stahl- oder das Dämmbetonhaus ähnlich aus. Das Schöne ist, dass man mit dem Rohbau schon relativ weit ist. Das sind dann innen fertige Oberflächen, man setzt noch ein Fenster ein. Das habe ich noch vergessen vorhin zu sagen, so bauphysikalisch ist eigentlich die bei diesen monolithischen Bauweisen die Position des Fensters innenbündig sehr gut. Und damit wir hier über die Stärke der Wand auch noch eine Eigenverschattung durch die Fensterleibungen bekommen, haben wir die Holzfenster sogar innen einfach auf die Wand geschraubt, sozusagen ein Dichtband eingelegt. Und dann haben wir dann können wir von der Tiefe der Wand profitieren. Und das ist unser ganzer Sonnenschutz, den wir haben. Das ist ein zeigt den Wandaufbau, mal zusammengeschoben die Details, das sind diese hochdämmenden Starkholzplatten. Innen sind es dann teilweise einfache Brettsperrholzwände als Raumwände und wir haben da auch alles additiv gemacht, wenn es mal eine besondere Anforderung gibt, zum Beispiel zum Treppenhaus innen, dann wurde das einfach davor gelegt und nicht durch eine aufwendige Konstruktion ersetzt. Was man jetzt schon sieht, ist das Dämmbetonhaus. Für die anderen beiden Häuser haben wir noch keine, oder inzwischen haben wir eine Baugenehmigung, da haben wir jetzt auch angefangen zu bauen, aber es hat sich ein bisschen verzögert. Und da sieht man, das, wie das gewachsen ist, ist jetzt schon dreigeschossig und da auch schon ausgerüstet. Und dahinter ist das Treppenhaus verborgen. Hier sind die Wohnräume rausorientiert, die haben dann größere Fenster. Da vorne gibt es mal ein ganz großes, damit es auch barrierefrei ist und man den Ausblick ins Freie hat. Auch Lodgen haben wir ausprobiert. Funktioniert eigentlich auch, was so Wärmebrücken anbelangt mit dem Dämmbeton sehr gut. Und dann sind es auch wirklich, haben wir auch versucht, einfache Details zu machen, also wirklich ein Fensterblech, jetzt nicht so ein Schweizer Uhrmacher-Detail mit innenliegender Entwässerung und dem Röhrchen, sondern einfach ein Blech drauf, dass das Wasser wegläuft. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, der Dämmbeton, der ist auch schon nicht ganz einfach zu handhaben, der ist extrem porös, der saugt Wasser und so und da muss man auch vorsichtig damit umgehen. Also wir lernen da jeden Tag beim Bauen dazu. Blick über die Loggia, das Freie. Und was ich total interessant finde, das ist ja ein Haus oder das sind Häuser, die beschäftigen sich eigentlich mit den Problemen unserer Zeit. Ja, wie können wir Häuser bauen? Einfach, robust, mit niedrigem Energieverbrauch, die lange halten. Wie werden wir da unserer Verantwortung sozusagen gerecht? Und ich glaube, wenn man sich dann auch auf das Konstruktive einlässt, bietet sich da auch die Möglichkeit, eigentlich eine eigene Sprache zu entwickeln, die auch Antworten auf die Fragen unserer Zeit gibt. So, und wenn man dann mal anfängt mit dem Forschen, dann wird eigentlich jedes Projekt im Büro auch zum Forschungsprojekt. Und dann haben wir zum Beispiel hier ein kleines Einfamilienhaus gehabt. Einfamilienhaus ist ein Typus, den wir sonst eigentlich gar nicht mehr bauen, aber an der Stelle war jetzt wirklich gar nichts anderes möglich und sinnvoll und die Bauherren waren auch so nett und waren vor allen Dingen bereit, mit uns zu forschen und dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr da mitmacht, dann planen wir das und haben ein Haus entwickelt, das, wo wir die zwei Baukonstruktionen, also den massiven Holzbau und den Dämmbetonbau zusammenführen. Das ist auch so im bayerischen Oberland ein Haus, ist dann auch so ganz klassisch, sozusagen unten massiv, oben Holzkonstruktion, aber eben mit den massiven Konstruktionen entwickelt. Und da sieht man jetzt schon so einen Blick, da unten ist da ein bisschen, schaut ein bisschen Beton raus und da oben ist die Holzkonstruktion drauf. Das ist diese hochdämmende Wand, da sieht man auch die Schlitze so in der Leibung und das sind dann fertige Oberflächen, das kann man auch als Dach verwenden. Und also bietet auch viele Möglichkeiten, über das ganz einfache
das wir bei den Forschungshäusern in Einblick gemacht haben, Wandfenster und so weiter hinaus, wenn man zum Beispiel dann die Starkholzwand als wandartigen Träger einsetzt und so weiter, kann man auch mal eine größere Verglasung machen. Also ich glaube, es hat auch gestalterisch richtig Potenzial. Und dann führen wir das auch noch in den nächsten Maßstab. Zum Beispiel machen wir in Garching auf dem Campus der TU München, auch als Forschungsprojekt, da haben wir dann auch einen Zahn draufgelegt, da wollen wir schauen und nachweisen, dass man mit diesem einfachen, robusten Bauen auch Null-Energie-Häuser bauen kann, beziehungsweise wir wollen testen, wie nah man an ein Null-Energie-Haus rankommt. Das wären also Dächer, die mit PV-Anlage belegt werden und das soll so viel Energie erzeugen, wie unsere Häuser verbrauchen. Und die bauen wir dann auch als viergeschossige Häuser, sozusagen mit dem ähnlichen Prinzipien aus Dämmbeton, Holz und Mauerwerk und entwickeln das immer weiter. Da sieht man so einen Grundriss, was ganz interessant ist. Also das ist ja eine sehr einfache Struktur mit diesen das sind Studentenwohnungen mit einzelnen Zimmern, mit einem kleinen Bad dabei. Hier gibt es mal WGs, dann wieder ein innenliegendes Treppenhaus. Und so im ersten Aufschlag haben wir als Architekten das so ganz knapp so ausgeführt, wie man das halt so quasi 20 Jahre gelernt hat. Und dann im nächsten Schritt haben wir überlegt, ja, aber eigentlich predige ich dauernd, dass es die Vordächer geben muss, weil die das Haus schützen und Verschattung und so weiter. Und dann haben wir das jetzt weiterentwickelt. Das kriegt jetzt auch ein Vordach, das Haus, einerseits als Witterungsschutz, andererseits kann man mehr PV-Fläche oben auf dem Dach, schaut ein bisschen aus wie so ein Engadiner Bauernhaus. Aber das sind ja grundsätzlich auch ganz schöne Häuser. Und auch da sieht man, dass da viel Entwicklungspotenzial ist. Ist im Übrigen auch ein sehr schöner Sparrenplan, also ist eine schöne Dachkonstruktion, die dabei entsteht. Und da, was ganz wichtig ist, die Raumhöhe. Bei dem Projekt, da machen wir es dann ganz extrem. Die Räume sind 3,40 Meter hoch, sodass man hier über dem Bad nochmal, das Bad ist darunter, nochmal eine Ebene einführen kann, auf die die Studenten schlafen können, wenn sie wollen, oder auch als Lager benutzen können. Also das ist ihnen dann selber überlassen. Aber die Raumhöhe ist für das Funktionieren dieser Häuser extrem wichtig. Und was das Tolle dabei ist, dass wir von den Preisen her, von den Kosten her, auch nicht teurer sind als ein normales Studentenwohnheim. Jetzt bei dem Projekt, aber auch bei den Wohngebäuden in Bad Aibling, sind wir da, was wir sonst normalerweise nicht schaffen, unter dem BKI-Mittelwert mit unseren Kosten. Und auch dahingehend, glaube ich, haben die Projekte richtig Potenzial. Und was extrem Spaß macht beim Entwerfen und beim Arbeiten dran ist, dass eigentlich die Details, die überträgt man auf das nächste Projekt und man fängt nicht bei jedem Projekt wieder von vorne an, komplexe, komplizierte Details zu entwickeln und zu überlegen, wie man die DIN umgehen kann oder gerade noch einhalten kann und wie man das alles hintrickst, dass das alles geht, sondern man lässt sich auf diese Konstruktion ein und hat auf einmal ganz viel Zeit über den Raum und die Architektur nachzudenken und muss nicht mehr so viel über unsere Vorschriften nachdenken. Ja, vielen Dank. Das war's, was ich Ihnen nahebringen wollte heute. Ja, wunderbar. Sehr schön, Florian. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe viel gelernt. Schön, das soll sein. Ja, und wir haben auch schon einige Fragen. Aber Peter, du kannst gerne, wenn du Fragen hast, erstmal anfangen. Du hast vorhin 5 Häuser in der Reihe gezeigt. War eins davon auch von euch oder alle? Oder war das nur eine Forschung, die dich vom Ergebnis her beeindruckt hat? Ah, das waren nicht von uns, die waren von der GEMOFAG, die 6 Häuser, die haben die quasi gleichzeitig gebaut mit diesen unterschiedlichen Anforderungen. Ich fand nur das quasi interessant, dass man sieht, dass die unterschiedliche technische Ausstattung am Schluss gar nicht so zur Wirkung kam, weil die Nutzer einfach mit den Häusern anders umgegangen sind, als die Architekten und die Planer sich das vorgestellt haben. Und den Schluss, den wir daraus gezogen haben, ist, je robuster wir die Häuser bauen und je mehr die solche Nutzungen auch verzeihen sozusagen, umso sinnvoller ist es. Also ich glaube, so hoch technisierte Häuser, wo man einfach alles richtig machen muss, damit das Ergebnis am Schluss stimmt, die sind einfach, passen nicht zu der Welt, in der wir wirklich leben. Und ein Haus ist auch was anderes als ein iPhone oder sowas. Ja, also
Ich möchte gar nicht sagen, dass wir auf die Technik überall verzichten sollen. Ich finde zum Beispiel in der Planung finde ich das super, dass wir so viele technische Mittel haben, um die Sachen zu simulieren, um sie zu prüfen und so weiter. Aber wir sollten nicht glauben, dass Häuser wie ein iPhone funktionieren. Das geht einfach nicht. Und wir sehen es ja auch bei den Häusern, die wir schon gebaut haben, dass dann relativ schnell mal auch so eine Steuerung hinfällig ist und dann gibt es kein Update und die Firma hat pleite gemacht und auf einmal fangen ganz viele Probleme an, die man dann nicht mehr in den Griff bekommt. Und je mehr wir da auf die Mittel der Architektur setzen, umso besser. Die haben mehr Bestand und die halten länger. Ja, das war eindrucksvoll. Und die Bauten, die du jetzt in letzter Zeit gezeigt hast, die sind ja hochspannend. Bei den Versuchsbauten, den dreien nebeneinander, da wohnen Menschen drin? Da wohnen jetzt noch nicht Menschen drin. In das erste ziehen sie im nächsten Monat ein und die anderen beiden ziehen wir im Laufe des Sommers nach. Und ab Herbst wohnen dann in allen drei Häusern Menschen. Und wir machen auch da ein Monitoring. Auch das ist ein Forschungsprojekt von Zukunft Bau, also vom Bundesbauministerium gefördert. Und da wollen wir natürlich schauen, ob das, was wir da alles simuliert haben, ob das wirklich auch so funktioniert, ob sich das so einstellt. Und das geht natürlich am besten, wenn da wirklich Menschen drin wohnen. Genauso wie bei den Studentenwohnheimen in Garching. Das wird besonders spannend, weil da wollen wir einfach auch, da kommen ja Studierende aus aller Herren Länder, alle haben einen anderen kulturellen Hintergrund und gehen auch mit dem Haus wahrscheinlich ganz anders um. Und da wird es ein richtiger Lackmustest sozusagen, ob diese Robustheit auch für so unterschiedliche Bewohner wirklich funktioniert. Aber euer Making Heimat Studentenwohnhaus in München auf dem Parkplatz, das hat doch sehr ähnliche Raumzellen, aus denen man jetzt schon, wie viel? 2,5 Jahre, 3 Jahre haben die schon erlebt mit 100 verschiedenen Personenkreisen und Personen, die dort drin sind. Flüchtlinge bis zu Einzelstudenten und Sozialhilfeempfänger und so weiter. Ja, aber die sind noch, es ist schon noch ein bisschen anders gebaut als das, was wir jetzt bei diesen Forschungshäusern machen. Zum Beispiel haben die Häuser weniger Speicherwasser und die sind natürlich auch minimiert, was die Raumhöhe anbelangt. Also das ist halt gerade so, dass es die Bayerische Bauordnung erfüllt. Und da gibt es dann eben auch ein bisschen mehr Technik sozusagen, damit das auch funktioniert. Und auf das wollen wir auch gerne noch verzichten bei diesen Forschungshäusern. Ja, Nicole, du hast bestimmt schon gut, Fragen ja, von den Ich habe Fragen bekommen. Ich habe ganz viel Lob und Dank, was ich aussprechen soll, hier schon erhalten. Also wirklich sehr viele Leute, die einen super spannenden Vortrag empfunden haben. Ich natürlich auch. Und virtueller Applaus kam hier. Und jetzt haben wir eine Frage. Und zwar möchte jemand wissen, wo man über dieses Forschungsprojekt des Einfachbauens noch was nachlesen kann. Also wenn man mehr Informationen haben möchte. Ja, also das ist www.einfachbauen.net auf unserer Seite der TU München. Da ist der ganze Forschungsbericht mit 300 Seiten abgelegt. Es gibt aber auch Zusammenfassungen, wo man und es gibt auch einen Bericht von der Baustelle, wo wir immer zeigen, wo wir gerade stehen, wie das läuft und einen Erfahrungsbericht dazu. Wir machen das auch alles öffentlich. Also wir wollen diese Erkenntnisse nicht für uns behalten, sondern wir wollen sie verbreiten, dass möglichst viele versuchen, sich da daran zu beteiligen und so zu bauen. Also wir sind da total offen und da kann man alles nachlesen. Gut, dann ist hier nochmal die Frage zu den Kosten. Also wie die unterschiedlichen Kostenpunkte, Quadratmeterpreis für, von Holzmassiv, Dämmbeton und Mauerwerk wären. Also in Bad Aibling, das günstigste Haus ist das Mauerwerkshaus. Ein kleines bisschen teurer ist das Holzhaus, so 5%. Und ich sage jetzt keine Zahlen, weil wir das abwarten, bis wir im September fertig sind. Und dann veröffentlichen wir auch diese Zahlen. Das ist gar kein Thema. Das machen wir dann öffentlich. Aber bevor es nicht fertig ist, möchte ich nichts dazu sagen. Aber im September machen wir das. Und das Dämmbetonhaus ist deutlich teurer. Und es liegt einfach daran, dass der Dämmbeton zurzeit kriegen wir den nur von einem Monopolisten. Das kommt von Heidelberger. Und das ist einfach extrem teurer als Material. Ich denke mal, wenn das ein bisschen um sich greift und wenn es Alternativen gibt, dass das auch günstiger werden kann. Aber momentan muss man ehrlicherweise sagen, ist der Dämmbeton noch nicht wirklich konkurrenzfähig, was den Preis anbelangt. Also da würde jeder Bauherr, der ein bisschen aufs Geld schauen, zum Mauerwerk oder zum Holzbau gehen.
Sehr gut. Fragen kamen jetzt keine mehr rein. Scheuen Sie sich nicht. Stellen Sie gerne Fragen. Sie haben jetzt die Chance. Bislang kam hier nur sehr viel Dank noch für diesen beeindruckenden Vortrag. Hier ist noch mal eine Frage, wo genau das Studentenwohnheim steht. Also der Campus in Garching wird gerade erweitert und es gibt so einen großen Parkplatz, wenn man von der Autobahn aus hinfährt. Wenn man mit der U-Bahn nach Garching fährt, dann muss man quasi an der Elektrotechnik vorbei Richtung Parkplätze gehen sozusagen. Und da gibt es einen schönen Grünraum und entlang dieses Grünraums bauen wir dann diese Studentenwohnhäuser. Aber wirklich auf dem Campus. Also und neben uns entsteht auch ein Neubau der Elektrotechnik und ja, also wir sind dann hinterher mitten im Campus der TU. Sehr gut. Dann kam hier noch eine Frage, was weitere aktuelle Projekte sind bei Ihnen im Büro, woran Sie gerade noch arbeiten? Oh, also ich habe auf meinem Rechner gesehen, wir haben irgendwie so 15 oder so und immer wenn mich jemand fragt, fällt mir keins ein. Aber also aktuell arbeiten wir zum Beispiel an einem Projekt in Nürnberg, Künstlerhaus, Umbau. Wir machen ziemlich viele Umbauprojekte, finde ich auch extrem sinnvoll und macht mir auch persönlich wahnsinnig Spaß, Umbauprojekte zu machen. Also da bauen wir ein Haus von Anfang des 20. Jahrhunderts um, ziemlich aufwendig, weil dieses Haus war Anfang des 20. Jahrhunderts schon auf den Spuren der alten Nürnberger Stadtmauer gebaut worden und die begegnet uns jetzt sozusagen während des Planens und Bauens die ganze Zeit. Das ist ein schönes Projekt, aber auch ziemlich herausfordernd, weil wir da auch viele Sachen machen, die nicht ganz einfach sind. Also das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis, den ich noch loswerden muss. Man kann keine komplizierten Entwürfe einfach bauen. Das habe ich jetzt schon gelernt. Also zum Beispiel bei der Glentleiten, wenn man ein Drittel des Hauses unter die Erde schiebt und dann soll die Wiese einfach so drüber laufen, ohne dass einer merkt, das ist einfach so anspruchsvoll, das wird nie ein einfaches Haus, so nach den Prinzipien, die wir jetzt da gerade entwickelt haben. Da muss man sich richtig drauf einlassen und sagen, ich muss auch einfach entwerfen. Macht aber auch Spaß. Also das ist nicht so, dass man da dann auf einmal limitiert ist, sondern das kann einem richtig Spaß machen. Aber es gibt einfach Situationen, ja, manchmal ist es halt einfach kompliziert im Leben und dann geht es eben mit einfachen Antworten nicht. Und da das in Nürnberg ist so eine ähnliche Situation, da sollten wir laute Räume, die vorher alle miteinander kollidiert sind, voneinander trennen. Und das haben wir so gemacht, dass wir die mehr oder weniger ins Erdreich geschoben haben und dann wird es sofort wieder kompliziert und aufwendig. Okay, jetzt sind noch ein paar weitere Fragen gekommen. Eine Frage zum Thema Schallschutz. Wie ist der zu erreichen? Bei unseren einfach bauen, ah ja, stimmt, das habe ich vergessen zu sagen. Also wir sind jetzt eigentlich zu, also wenn es um den Schall zwischen den Ebenen geht, das ist wahrscheinlich die Frage, eigentlich zu einer Konstruktion gekommen, dass wir relativ dicke Stahlbetondecken machen, haben 28 cm, 30 cm und obendrauf liegt einfach nur ein Teppichboden. In unserem Fall jetzt in Bad Aibling liegt da ein Sisal-Teppich drauf und es gibt keine Trittschalldämmung, keinen schwimmenden Estrich, gar nichts. Es geht nur über die Masse der Decke und über den Belag, der oben drauf liegt. Und damit erfüllen wir aber auch die Anforderungen, die an den Wohnungsbau gestellt werden. Okay. Dann eine weitere Frage. Stimmen Sie die Erkenntnisse der Forschung optimistisch für die Zukunft des Bauens und der Architektur? Ja, also mich persönlich ja, also für meine Arbeit stimmt mich das total zuversichtlich. Jetzt einfach mal, ich bin seit 25 Jahren Architekt und ich muss ganz ehrlich sagen, so vor 5 oder 10 Jahren habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe immer weniger Ahnung, was eigentlich Architektur ist. Ja, und so ganz, wenn man fertig ist mit dem Studium, da weiß man es ganz genau. Ja, da fängt man im Beruf an und dann fährt man eine Schiene und man hat alles, man ist geschult worden sozusagen, man weiß, was das ist, was Architektur ist. Und dann im Laufe der Zeit ist es immer weniger geworden und irgendwann war ich als Hochschullehrer sitzt man und ist eigentlich so ratlos, was ist eigentlich Architektur? Und mit der Arbeit, die wir jetzt da in den letzten Jahren gemacht haben und mit dem Ausblick, was man damit erreichen kann, und ich habe das Gefühl, dass das ganz was Wesentliches ist und
da habe ich jetzt irgendwie so eine Perspektive, die mich extrem interessiert und habe auch so ein Ziel vor Augen, wo ich hin möchte. Und ich sehe auch ganz viel Potenzial, aus der Konstruktion raus eine eigene Sprache zu entwickeln. Und also ich bin da sehr positiv gestimmt. Sehr und, schön. Mit wem bist du da in diesem Punkt in der Architektenschaft? Fühlst du dich sehr wohl als Partner? Und wer ist dir sehr nah gekommen an Positionen in der heutigen also Architektenschaft oder den früheren? Ja, also wir haben, also ich habe guten Kontakt zum Beispiel zu Roger Bolzhauser in der Schweiz. Wir machen jetzt auch gemeinsam an der Hochschule Projekte, wo er mit ETH-Studierenden arbeitet und ich mit unseren von der TU München. Da gibt es so ein ganz ähnliches Denken. Er macht viel mit Lehm und ähnliches Denken über Einfachheit, Konstruktion und aber auch Verantwortung und die Nachhaltigkeitsthemen. Das ist gut. Aber ich finde auch dieses Thema, das ist nicht so, dass man da irgendwie, das, wenn man das bei Vorträgen anspricht und dies, das zeigt, was wir da machen, dass man da auf Unverständnis stößt, sondern ich habe schon das Gefühl, dass die Kollegen das auch extrem interessant finden. Und dass sie das einen guten Vorstoß finden und da haben wir, und es ist auch so bei den Diskussionen nach den Vorträgen, ich zeige immer ein paar Projekte von uns und dann so diesen Aspekt des Einfachbauens und die Fragen kommen immer nur zum Einfachbauen, die anderen Projekte interessiert dann natürlich gar keine. Hier ist noch eine etwas kritische Frage, ja. Nämlich Massivholz verbraucht viel Holz. Was sagen Sie dazu? Ja. Ja, Massivholz verbraucht viel Holz. Es ist aber gleichzeitig auch ein CO2-Speicher oder ein Kohlenstoffspeicher. CO2 stimmt nicht, ein Kohlenstoffspeicher. Und es kann aber auch was. Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir Holz auch nur sinnvoll einsetzen sollten. Also es geht jetzt nicht darum, Holz zu verschleudern, weil auch wenn immer mehr sozusagen auf diesen Baustoff Holz gehen, wird er auch in Zukunft knapp werden. Das wird so sein. Und dann muss man einfach drüber nachdenken, ob man nicht auch noch auf anderer Ebene spart, jetzt nicht nur beim Material, sondern eigentlich auch bei unseren Bedürfnissen nach Platz, Raum, ja, also und Baugrund und so weiter. Eigentlich müssen wir auf jeder Ebene versuchen, sparsam mit den Ressourcen, die uns anvertraut sind, umzugehen. Aber ich kann das Argument verstehen, aber wir schauen auch, also wir vergleichen auch die Konstruktionen miteinander und wenn wir dann eine Konstruktion haben, Holzrahmenbau mit Dämmung drin und so weiter und dann die Energiebilanzen vergleichen, dann ist diese massive Wand mit diesem geringen Leimanteil und auch mit dem relativ einfachen Herstellungsprozess durchaus konkurrenzfähig. Gut. Steht das Einfachbauen in Verbindung mit Leanwood, also Kombination Einfachbauen mit Holz und BIM? Also, das haben wir jetzt, wir haben überlegt, ob wir, weil wir im Büro auch sozusagen in dieser Phase sind, wie gehen wir mit BIM um, machen wir das? Und dann haben wir auch überlegt, ob wir das Einfachbauen auch sozusagen gleich bei, mit BIM aufsetzen sollen. Und der Projektleiter von dem Projekt, der war einfach der Meinung, das ist so einfach, das würde, wenn wir das jetzt mit BIM machen würden, würde es das für ihn total verkomplizieren. Also er würde es gerne einfach so weiter betreiben, weil das eigentlich so wirklich für ihn viel einfacher funktioniert. Und da habe ich ihm geglaubt. Und ich glaube, das stimmt auch. Also auch wenn ich so Details mir dann mitnehme, sozusagen ins nächste Projekt, es ist, ja, das ist nicht nur einfach bauen, sondern es ist auch einfach planen. Das finde ich auch einen wesentlichen Aspekt. Mir interessiert immer, wie haben die früher eigentlich so tolle Häuser, Riesendinger gebaut? Wie hat der Balthasar Neumann so eine, die Residenz bauen können? Da sind dreimal vorbeigeritten sozusagen, hat drei Skizzen hinterlassen und dann haben die das Ding gebaut. Also, weiß nicht, aber da gab es einfach nicht so viel Planung und trotzdem sind tolle Dinge daraus geworden. Und das liegt einerseits daran, dass die Handwerker ganz anders sozusagen gewusst haben, wie sie mit Planungsanweisungen umgehen müssen. Man hat auch keine Fenster gezeichnet und keine Fensterteilung, weil das eigentlich klar war. Da gab es einen Standard, den die gebaut haben, einen aufwendigen und sehr handwerklichen. Und dann war eigentlich klar, wie so ein Fenster ausschauen muss. Ja. Und also einfach planen, finde ich auch einen total interessanten Aspekt und den versuchen wir bei dem Einfachbauen schon auch irgendwie zu erreichen.
Dann gibt es hier noch eine Frage, ob es zum Einfachbauen Austausch mit politischen Entscheidungsträgern gab und was da die Resonanz war. Also ich bin so, deswegen habe ich das auch heute sozusagen angebracht, bin inzwischen so ein bisschen zum Wanderprediger in diesen Sachen geworden. Aber es gibt Interesse, also zum Beispiel beim Bundesbauministerium, die sind sehr daran interessiert, was wir da machen. Deswegen fördern die auch unsere Forschungsprojekte. Und ich trage das auch vor, wenn politische Entscheidungsträger mit dabei sind. Das hat jetzt noch zu keinem ganz super durchschlagenden Erfolg geführt, aber da arbeiten wir dran. Ich bin's nicht, ich bin im Keller. Ich bin's, das ist mein Nachbar. Entschuldigung. Ach so, okay. Ich stelle mal die letzte Frage und mute mich dann, damit die störenden Geräusche weg sind. Die letzte Frage ist, welche bisherigen Projekte, wo sind Sie am meisten stolz drauf, auf welche? Boah. Also, ja, so ein Lieblingsprojekt von mir ist, weil das auch ein Haus ist, das nicht nur einfach aussieht, sondern einfach gemacht ist, das ist der Kuhstall, den wir gebaut haben. Den finde ich von der, auch mit der Konstruktion, die wir uns da überlegt haben, die wir entwickelt haben und dem Raum, der dabei entstanden ist, auf so ganz einfache Art, ist das schon nach wie vor ein Lieblingsprojekt von mir. Ja, aber es gibt ganz wenige Projekte im Büro, mit denen ich oder wo ich mit den Zuhörern hier nicht hinfahren würde und sie herzeigen würde. Also ich mag sie dann schon fast alle. Okay, von der Fragenseite her war es das dann. Also ich von meiner Seite, ich würde mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Es war wirklich ein sehr toller Vortrag. Und dann übergebe ich an Peter für das Schlusswort. Ja, ja, danke Florian für diese sehr erkenntnisreiche Stunde, an der wir alle gelernt haben und sehr geschickt, wie du von Glentleiten zum einfachen Bauen gekommen bist. Glentleiten sah einfach aus, war es aber nicht, wie wir lernten. Ja. Und hast du sehr gut gemacht. Wir haben also unseren Auftrag erfüllt, das Projekt als Finalist sauber zu dokumentieren einerseits und andererseits in dein neueres Forschungsfeld überzugehen, was sehr schön ist. Und wir sind sehr gespannt. Ich bin sicher, wir werden an dem Thema weitermachen. Wir werden mit dem einfachen Bauen von dir uns beschäftigen und werden schauen, was wir da zusammen hinbekommen. Vielen Dank dafür und vielen Dank an Jung für diese sehr interessante Reihe. Wir haben übrigens 150 Leute, glaube ich, vorhin gehabt. 157 waren wir. Ja, also Erfolg. Und das ist sehr schön. Das hätten wir im Museum so schnell nicht hinbekommen. Also danke an dich. Schönen Feierabend, schönes Wochenende und Nicole und Diane, bis nächsten Donnerstag. Bis nächste Woche. Wir sehen uns weiter und dann geht's weiter. Danke. Genau. Ja, und die Aufzeichnung können Sie natürlich von dem heutigen Webinar auf dam-preis.de oder auf jung.de/webinare-für-architekten sich anschauen. Vielen Dank. Danke auch. Ciao. Tschüss. Tschüss.